Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir hatten beide Glück. Mein Launcher hat mich doch wieder reingelassen. Heute gab es nämlich ein kleines Update, was anscheinend ziemlich lange gedauert hat. Und irgendwie machte mein Launcher erst Mucken und dann habe ich ihn nochmal geschlossen, wieder geöffnet. Und obwohl er mir plötzlich gesagt hat, mein PTF-Server ist von jetzt auf gleich komplett weg, ohne dass der irgendwie nachgefragt hat, ob ich den löschen möchte. Und dann einen Fehlerhinweis gegeben hat, hat es jetzt endlich mal geklappt. Also solltet ihr das Problem auch haben, Launcher schließen, nochmal öffnen und wenn ihr Glück habt, dann eventuell installiert sich das Ganze doch noch richtig. Kann allerdings auch sein, dass es dann nicht funktioniert, weil ich habe nämlich jetzt, als ich drüber gesprochen habe in der Gilde, von Gildenmitglied gehört, der hat auch seinen PC schon mehrfach neu gestartet und da hat dann leider gar nichts mehr funktioniert. Ja, nichtsdestotrotz wollen wir uns jetzt keine schlechten Gedanken machen. Wir sind jetzt hier in Auridon. Draußen stürmt bei mir gerade ein Gewitter. Also wenn ihr mal draußen irgendwelche lauten Knallgeräusche hört, das liegt am Wetter. Wir sind hier unten in Wuckelwacht direkt an den Docks und da gibt es unsere erste Nebenquest. Wo sind sie? Weil die Hauptquests haben wir jetzt durch. Was wollt ihr? Wartet, egal, ich will es gar nicht wissen. Ich nehme heute keine Fuhren an. Ich weiß es gerade nicht, aber ich kenne die Stimme. Ist etwas nicht in Ordnung, Captain? Da liegt ihr verdammt richtig. Ich hätte schon vor Stunden Segel Richtung Wellinhafen setzen müssen. Ich habe noch Fracht zu laden und Teile meiner Mannschaft sind irgendwo in der Stadt beim Saufen. Ich würde sie ja alle der Wache überlassen, wenn ich es mir leisten könnte. Ist das nicht die Stimme von Valaste aus der Magiergilde? Ich könnte sie für euch einsammeln gehen. Es springen auch ein paar Münzen für euch heraus, wenn ihr das macht. Wollen wir mal sehen. Tanamos liebster Ort ist die Taverne. Annala duelliert sich bei der Kriegergilde und Balithil hat den Markt besucht. Keine Ahnung, wo Degail steckt. Einer der anderen könnte wissen, wo sie ist. Klingt gut. Ich werde eure Mannschaft für euch finden. Und schon habe ich wieder vergessen, was sie gesagt hat. Also das Erste, was sie gesagt hatte, war auf jeden Fall Taverne. Ja. Da schauen wir direkt mal nach. Taverne ist hier vorne. Hallöchen, ich suche hier jemanden. Bist du der Saufkopf? Ihr seid? Kenne ich euch? Ihr kommt mir bekannt vor. Danke. Es könnte aber auch sein, dass nur der Gewürzwein aus mir spricht. Die Stimme kennen wir auch. Captain Aeronfair schickt mich. Sie braucht euch am Boot. Wer? Ich kenne keinen Kapitän Aeronfair. Und ich weiß auch nichts von irgendeinem Brot. Und jetzt lasst mich in Ruhe, ihr vier. Ihr vier. Okay. Hoch die Humpen. Nein, Kapitän Aeronfair. Die Wellenschnitt. Euer Schiff? Oh, der Kapitän. Die Geißel der Sonne. Die Zerstörerin von Glück und Freude. Na schön, na schön. Ich bin schon unterwegs. Nach einem letzten Gläschen Grog natürlich. Die Zerstörerin von Glück und Freude. Ich werde es sie wissen lassen. Okay. Gut, links rum. Moment. Wo ist die? Wahrscheinlich hier hinten bei der Alchemie, oder? Sieht gut aus. Hallöchen, sind wir zu Hause? Ach, das war ein Er. An den erinnere ich mich. Was? Was ist? Meine Eingeweide. Immer noch in Aufruhr. Verdammt sei das Meer und dieser Kapitän. Kapitän Aeronfähre hat mich geschickt, nach euch zu sehen. Ihr sollt zurück zur Wellenschnitt. Ah ja. Ja. Nein. Nein, das wird wohl nichts. Einmal hat mir gereicht. Diese Füße wurden für festen Boden gemacht. Und genau auf dem werden sie ab jetzt auch bleiben. Warum? Was ist passiert? Seekrankheit. Meine Eingeweide liegen da hinten in der Ecke, falls ihr die Folgen begutachten möchtet. Oh. Was mich anbelangt, ich bleibe hier noch ein Weilchen hübsch eingemummelt auf diesem Bett liegen. Na schön, na schön. Ich sage es dem Captain. Die Stimme kannten wir übrigens auch, das nur mal so am Rande. Ich kam jetzt gerade nicht drauf, wer das war.
Aber ich finde das lustig, dass gerade in dieser einen Quest so viele bekannte Stimmen dabei sind. Ja! Die ist nicht hier in der Magiergilde, die ist irgendwo daneben. Hallöchen! Ja, sprecht und beeilt euch. Diese hat nicht viel Zeit. Ja, diese sollte auf einem Schiff sein. Eronfair braucht euch an den Docks. Sofort. Natürlich tut sie das. Diese kann den Himmel genauso gut lesen wie der Kapitän. Aber Anala wird sich nicht von der Stelle rühren. Zumindest vorerst. Warum? Sie schien ziemlich verärgert zu sein. Und es gibt Gerüchte über Maormer in dieser Gegend. Da macht Anala nicht mit. Diese bleibt im Schutz der Wacht, bis die Luft rein ist. Besonders nach dem, was mit Degail geschehen ist. Was ist mit Degail geschehen? Degail hat die Gerüchte nicht geglaubt. Sie ist am Strand entlang in Richtung Südwesten spazieren gegangen und nie zurückgekommen. Ihr seid so viel tapferer als Anala. Ihr solltet nach Degail suchen gehen. Ja, such nach Degail. Anala bleibt hier. Danke. Wofür bedanke ich mich eigentlich? Ihr könnt die Dämmer nicht bekämpfen, wenn ihr tot seid. Findet die geil. Ja, sie ist am Strand spazieren gegangen. Ja, wo soll ich denn hier anfangen? War sie das vielleicht? Nee, das war ein Kerl, ne? Das könnte die geil sein. Moment, ich guck mal eben. Ist hier hinten noch irgendwo? Hier macht jemand ein Schäferstündchen oder was? Nee. Hallo? Ist einer von euch die geil? Nein? Gut. Moment. Moment. Findet die geil. Ach, in die Richtung. Tja. Die hat doch gesagt, die ist am Strand spazieren gegangen. Ja, wieso muss ich dann hier rum? Da hinten, da sind doch überall Gegner. Wieso geht die da hin? Ist sie dumm? Tja. Findet die geil. Ja. Nicht haken. Was ist denn heute mit euch los hier? Könnt ihr euch gerne durchlesen? Muss ich ein bisschen schneller machen, weil wir sind hier gerade mitten im feines Gebiet. So, das gleiche hier. Agent Astrul, hinunter an die Küste mit euch. Setzt eine Wache bei Wuckelwacht ein. Mir wurde mitgeteilt, dass die Königin vor kurzem angekommen ist. Die Seesoldaten, die wir in Südfeuer gefangen halten, werden wertvolle Geiseln abgeben. Wir müssen sie nur zum richtigen Zeitpunkt setzen. Der Kontakt mit der königlichen geht gut voran. Sobald die Sommersend-Inseln uns gehören, werden wir die Bedingungen diktieren können. Sollte das Schleiererbe Erfolge erzielen, gönnen wir ihnen vielleicht Auridon als Geschenk. Vielleicht. Gezeichnet Hekuloa, Admiral der Infiltration. Ihr gehört nicht zu ihnen? Schnell, holt mich hier raus! Ja, ich musste erstmal die Notiz lesen. Entschuldigung. Ich habe nach euch gesucht. Geht es euch gut? Ich habe sie nicht gesehen, bis ich fast in sie hineingestolpert bin. Die ganze Westküste wimmelt von ihren Schiffen. Es tut mir leid. Weiß ich, brauch sich nicht entschuldigen. Lasst mich euch losbinden und dann verschwinden wir beide von hier. Und? Habt Dank. Zurück zum Captain. Okay. Aber immerhin hat sie sich noch bedankt. Die hätte ja auch mitreiten können, aber... Gut, wenn ich will, der, ne? Alles gut. Reisen wir alleine zum Captain. Die können sich auch irgendwie auf wundersame Art und Weise immer wieder teleportieren. Das finde ich ja so cool. Würde ich gerne auch können, also ohne Wegschreien. Versteht sich. Aber irgendwie bin ich noch nicht in diese Sphäre hinauf aufgestiegen, dass ich das auch kann. Schade eigentlich, sehr schade. Was haben wir denn hier? Eine schöne Akelei. Sieht so ein bisschen aus wie die eine Blume von Disney Dreamland. Ja! So. Ich hab sie alle. Also ich hab sie nicht mehr alle, aber ich hab alle gefunden. Nun, zumindest ist Tanamo zurück. Guter, zuverlässiger Tanamo. Wo sind die anderen? Wegen des Rests der Mannschaft. Oh, jetzt wird es spannend. Was? Baitil meinte, er würde nie wieder zur See fahren. Seekrankheit. Seekrankheit? Bei dem schlimmsten Seegang, den er je erlebt hat, wäre nicht mal meinem alten Muttchen flau geworden. Und die halbe Reise hat er in der Kajüte verbracht und diesen grässlichen Met gebechert, den die Bosmeer so sehr lieben. Bei den Sternen über uns, was ist mit Anala? Das könnte vielleicht eine Erklärung dafür sein, weshalb es ihm jetzt so schlecht ist.
Annala hat zu viel Angst vor den Maomern, um in absehbarer Zeit wieder in See zu stechen. Maomer? Was ist denn das für eine unbegründete Furcht? Ich hätte mehr von Annala erwartet. Die Maomer sind keine Bedrohung für Vulkilwacht. Ehrlich gesagt fallen die Maomer gerade auf Auridon ein. Degail wurde am Strand gefangen genommen. Nun, Auriel, blende mich. Dann sollte ich lieber von hier verschwinden. Wenn wir uns nicht bald sputen, wird der Hafen dicht gemacht. Dann wisst ihr jetzt also, wo eure ganze Mannschaft steckt? Ja, das sind alle. Nun wollen wir mal sehen. Wenn ich Tanamo in eine Kabine stecke und heute noch Segel setze, sollte ich Velyn rechtzeitig erreichen. Viel Glück, Landratte. Ja, und wir erhalten eine leerne Axt ohne Set, ohne alles einhändig. Ja. Das war jetzt mal tatsächlich eine sehr, sehr schnelle Quest, die wir jetzt hier bekommen haben. Ich möchte die aber ehrlich gesagt auch ungern mit anderen Quests hier mischen. Ich bin jetzt gerade am Gucken für den Ruhm. Können wir noch mal kurz machen, aber ich glaube, dass man da nur den Zettel lesen muss. Ich glaube, da also vielleicht noch kurz mit ihm quatschen. Aber wir werden da jetzt keine richtige Quest machen. Wir werden auch nicht irgendwie in ein Schlachtfeld reingehen oder so. Aber dann haben wir hier dieses, ne, dieses Zeichen hier auch schon mal erledigt. Für den Ruhm. Dies richtet sich an alle Abenteurer, Soldklingen und Zaubererwerfer, Helden und Nichtsnutzer. Verlangt es euch nach einer größeren Herausforderung, dann probiert die Schlachtfelder aus, wo euch Wettkämpfe voller Ruhm und Blut erwarten. Na, Ruhm eher nicht, aber Blut auf jeden Fall. Wir suchen bei unserem Wettbewerb der Strategien und des Talents die großartigsten Champions des Landes. Sprecht mit Kampfmeister Rivin, um neue Informationen zu erhalten. Machen wir? Hi. Willkommen. Ihr steht im Kreis der Champions. Einer Gilde, die gegründet wurde, um das Können der größten Krieger überall im Reich in Wettkämpfen auf die Probe zu stellen. Habt ihr das Zeug dazu? Nö. Und interessieren tut es mich auch kein bisschen. Aber für unsere Zuschauer, erzählt mir von den Schlachtfeldwettkämpfen. Natürlich. Nun, bei uns kann man an vielen Wettkämpfen teilnehmen. Über welche Herausforderung wollt ihr etwas erfahren? Erzählt mir etwas über Todeskampf. Todeskampf ist seit jeher beliebt. Bei all diesem Blutvergießen bekommt man richtig Herzklopfen. Zieht einfach los ins Feld und greift so viele Feinde an wie möglich. Je mehr Treffer ihr landet, desto mehr Punkte macht euer Trupp. Erzählt mir etwas über Vorherrschaft. Jeder kann einen Eroberungspunkt einnehmen, aber Vorherrschaft ist eine echte Prüfung eures Könnens. Verteidigt so viele Eroberungspunkte, wie ihr nur könnt. Der Trupp, der am Ende das größte Territorium hat, gewinnt. In diesem Wettkampf muss man seine Rivalen dominieren, wenn man nicht von ihnen dominiert werden will. Oder um es einfach auszudrücken, Todeskampf ist ja klar, man kämpft bis zum Schluss. Naja, ist auch ein bisschen blöd ausgedrückt. Also man kann immer wieder kommen, man kann sich immer wieder resetten, jeder Einzelne von jedem einzelnen Team. Im Endeffekt zählt nur, wie viele Leute man gekillt hat zusammen als Team. Aber wirklich, die müssen gestorben sein, also die müssen sich quasi einmal resetten, sonst zählt das Ganze nicht. Und bei, was war das, Vorherrschaft, da gibt es halt verschiedene Punkte und die Punkte müssen dann, ja, ich sag mal, vom eigenen Team erobert werden. Es muss aber nicht am Ende dominieren. Also es kann auch das ganze Spiel über, sage ich jetzt mal, gelb dominieren. Und am Ende steht blau da und hat alle Punkte erobert, hat aber vorher nichts gemacht und trotzdem hat gelb gewonnen. Also es kommt auf die Punkte insgesamt an. Erzählt mir von den anderen Wettkämpfen. Ihr seid stets neugierig, hm? Gut. Wissen kann der Schlüssel zu einem entscheidenden Sieg sein. Welche andere Herausforderung dürfte ich euch erläutern? Erzählt mir etwas über Reliktjagd. Die Reliktjagd ist einer unserer einfacheren Wettkämpfe. Ihr müsst das Relikt eurer Feinde stehlen, in eure Basis bringen und dabei zusätzlich euer eigenes Relikt verteidigen. Für den Sieg ist Zusammenarbeit gefragt, da ihr eine gute Mischung aus Verteidigung und Angriff benötigt. Und es ist auch nicht immer einfach, das ist richtig. Erzählt mir etwas über Chaosball. Chaosball klingt simpel. Ihr schnappt euch den Ball und gebt ihn so lange wie möglich nicht wieder her. Je länger ihr durchhaltet, desto mehr Punkte verdient ihr.
Das wird ein bisschen komplizierter, wenn ihr dabei auch noch um euer Leben rennt und Klingen sowie Zaubern des anderen Trupps ausweicht. Kommt drauf an, ich habe schon einige gesehen, wo der Tank das Ganze dann bekommen hat und der Tank sich so eingemauert hat, irgendwo in der Ecke, wo ja, er versucht hat, sich zu verstecken, also ein bisschen feige ist es ja schon, aber nicht ganz unclever, und sich so eingemauert hat und Schutzschilder aufgebaut hat und, dass man selbst mit zwei Truppen, also ich habe es persönlich schon erlebt, es nicht geschafft hat, diesen Tank runterzukriegen, sodass er das Relikt verliert. Also, ja, erzählt mir etwas über Irrer König. Ah, einer meiner persönlichen Favoriten. Im Gegensatz zu unseren anderen Kämpfen, in denen ihr Standhaftigkeit beweisen müsst, kommt bei Irrer König das Blut richtig in Wallung. Bei diesem Kampf verlagert sich der Eroberungspunkt. Ihr müsst gut zu Fuß sein und den Schild hübsch oben halten. Das mit dem Gewinnen wird schwer, wenn ihr tot seid. Ja, so kann man es auch sagen. Wieso kann ich hier jetzt nochmal? Achso, ja, willkommen. Klar. Willkommen. Ja, ich bin interessiert. Wohl an. Dann wollen wir mal sehen, woraus ihr gemacht seid. Nehmt an einem unserer Wettkämpfe auf einem unserer Schlachtfelder teil. Ob ihr gewinnt oder verliert, spielt keine Rolle. Macht euch einfach nur mit allem vertraut. Ich kann euch größere Herausforderungen bieten, sobald ihr die Grundlagen kennt. Wisst ihr was? Ihr habt doch Königin Eiren bei ihrer Bestätigung geholfen. Ja. Wir machen das so. Natürlich. Ja. Wir reparieren mal alles. Ich werde so gnadenlos verlieren, weil ich habe keine PvP-Rüstung und gar nichts. Aber wir werden uns tatsächlich mal einmal für diese Runde anmelden fürs Schlachtfeld. Einfach nur, um euch das mal zu zeigen. Und ich, Idiot, habe natürlich gerade das Falsche gedrückt, aber egal. Dazu müsst ihr oben auf P eigentlich drücken. Oder jetzt wie ich irgendwo reindrücken und dann hier oben auf Gruppe gehen. Dann auf Schlachtfelder und einmal, ja, einmal am Tag in Anführungszeichen. Es wird dann nach 20 Stunden, glaube ich, resettet. Könnt ihr dann immer das Ganze in lila machen und da erhaltet ihr die meisten XP, die ihr dann bekommen könnt. Wir werden jetzt einfach mal ein Schlachtfeld solo betreten und ja, dem fleißigen Sterben zusehen. Wie gesagt, also es wird jetzt kein tolles Spiel oder sonst irgendetwas. Ich werde sehr viel dabei sterben, das weiß ich jetzt schon. Einfach nur, damit ihr mal, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ein Schlachtfeld seht. 2 Stunden später. Ja, natürlich musste es jetzt Irrer König sein. Und, ja. Natürlich musste ich Lila sein. Mit Lila bin ich irgendwie ständig tot. Ich weiß auch nicht. So, die Leute sind da. Ihr seht oben rechts, neben F5 Schlachtfelder, da steht Irrer König beginnt in 30 Sekunden. Das heißt, wir können vorher nichts machen. Ja, sehen alle, okay, fast alle, sehr kampfbereit aus. Ich nicht. Aber der Kleine hier neben mir, sage ich mal, auch nicht. Es tut mir leid, falls du jemals zusehen solltest. Ich meine das nicht böse. Nur, er ist halt Level 284, ne? Ich meine, ich fühle mich auch schon klein mit meinen 785. So, Moment, jetzt muss ich erstmal rüber. Er ist da hingegangen. Ich gehe mal einfach mit. Oh. Komm, wollen wir jetzt alle zusammen gehen hier? Ach da, okay. Und ich sterbe. Aber ich habe ihn sogar noch getötet dabei. Ja, geil. Muss mal mit Humor nehmen, weil wie gesagt, das ist absolut kein PvP-Char. Der hat keinen einzigen Skill dafür oder sonst irgendetwas. Annehmen. Man wird hier halt gestunt ohne Ende. Weil es sind halt PvPler, ne? Also dafür bin ich jetzt echt das gewundene Fressen. Das ist halt das, was so schade ist an dem PvP-Gebiet. Wenn man nicht von Anfang an mit dabei ist, wird man halt so gestunt direkt und dann ist man im Aus. Also anders kann man es nicht sagen.
Ach, und schon habe ich keine Magika mehr. Das ist dann auf jeden Fall mein Todesurteil. So, jetzt müssen wir mal eben warten. Der andere ist hier. Wo geht der denn jetzt hin? Er geht hier hin. Dann komme ich mal mit dir mit. Lass uns gemeinsam sterben. Komm. Och, ich habe noch nicht mal Magika gehabt zum Angriff. Ich kann nicht mehr reden. Zum Angriff. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Also man kommt anscheinend komplett ohne Magika zurück. Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Na? Nee, doch nicht. Aber irgendwas hat mir auf einen Schlag meine komplette Magika weggerissen. Ich weiß nicht genau, wo die gelaufen sind. Ich laufe mal einfach hier rum. Ich laufe mal mit dir mit. Du siehst gut aus. Du bist ein Drachenritter. Ja, genau. Der Punkt! Sie haben den Punkt erobert! Ah ja, Punkte müssen wir auch noch kontrollieren. Habe ich total vergessen, ehrlich gesagt. Och, schade. Schade, schade. Aber wir haben ein bisschen was machen können. Ich habe ja gesagt, das wird das totale Desaster werden. Wo sind die denn? Sind die jetzt hier unter mir? Oh ja. Ich sehe überhaupt nichts, aber egal. Wir haben einen Punkt, ja! Also ihr seht schon, was man machen muss. Immerhin konnte ich euch das mal zeigen. Ihr dürft auch eigentlich nicht immer an der gleichen Stelle so starr stecken. Stehen bleiben. Jetzt wird der Punkt versetzt auf eine andere Stelle. Aber ich darf nicht zu sehr... Okay. Ich bleib mal lieber bei dem hier, oder? Also ich rede jetzt nicht so viel, weil wir müssen uns echt konzentrieren gerade. Oder ich muss mich konzentrieren. Ihr müsst euch nicht konzentrieren. Okay, okay. Der Punkt! Sie haben den Punkt erobert! Weil es kann halt immer mal sein, dass einer hier reinkommt, hier eine Ulti reinwirft in die Mitte und dann ist man instant tot. Deswegen soll man nicht immer so alle in der Mitte stehen bleiben. Ah, Mist. Es sind halt PvPler, wie gesagt. Man kommt da nicht gegen an. Oh, ist auch noch ein Zork gewesen. Also ein Zauberer. Sie haben den Punkt, ich glaube, nein, das war der falsche. Da wollte ich nie. Die Acht verspotten uns. Sie haben den Punkt erobert. Und je mehr Leute hier an der Fahne stehen, umso schneller wird die auch umgewandelt. Das nur so als Tipp. Hat sich schon einer dahinter versteckt? Oder hinten kommen schon wieder welche? Leute, ich bin nicht so schnell. Ja, jetzt habt ihr verschissen. Jetzt haben wir nämlich beide.
Das ist, wenn die Leute nicht zurückgucken. Ich wusste, dass wir angegriffen werden. Aber sie sind dann noch in die zweite Gruppe reingerannt und zwei gegen einen. Meistens ist es tatsächlich rot und blau gegen gelb. Das endet nie gut. Oh, das endet auch nicht gut. Oh, steht der Centurio. Sehr schön. Ach, ich wollte ihn eigentlich wiederbeleben. Ach nee, ach, das ist ein... Ich Idiot, ich wollte ihn wiederbeleben, das war ein Gegner. Okay, ich habe jetzt nicht genau geguckt. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Macht euch ruhig drüber lustig, ist alles gut. Ich meine, ich wusste ja, dass wir hier nur Kanonenfutter sind, aber man kann das Ganze ja auch ein bisschen mit Humor nehmen, deswegen... Wo sind die anderen jetzt? Jungs, seid ihr hier? Ja, ich glaube ja. Alter. Herzattacke. Kommst du rein und dann sowas hier? Kommt der nicht mal eben so einfach rein. Wir haben es auf jeden Fall so weit gemacht, dass wir es drehen konnten. Feiglinge mal mit ihren Stunnen. Ah, hatte keine Magiker mehr. Da brauchen dann die anderen beiden gar nicht mehr zu kommen. Wenn man keine Magiker mehr hat, um sich zu heilen oder irgendwas, dann ist man direkt, liegt man direkt flach. So, wenn wir Glück haben, haben die jetzt ihre Punkte gleich voll. Wo sind... Ja. Oh, ich habe sogar einen zweiten Platz bekommen. Yay! Yeah. Also wie gesagt, ich habe absolut null PvP-Rüstung angehabt. Ich habe ja null PvP-Erfahrung, sage ich jetzt mal. Also das will ich jetzt noch nicht sagen. Schlachtfelder habe ich ein paar gemacht. Allerdings mit meinem PvP-Char jetzt nicht mit so einem 0815 Let's Play-Char, sage ich jetzt mal. Trotzdem, und da muss ich jetzt tatsächlich mal eben einen Screenshot von machen, habe ich noch einen zweiten Platz erreicht, was gar nicht mal so schlecht war, muss ich sagen. Klar, wir sind Kanonenfutter gewesen. Gerade bei Orange hat man doch ganz extrem gemerkt, dass das halt wirklich PvPler waren, die hier drin waren. Sieht man auch an den... Also hier oben sieht man es TS, T und U. TS heißt Todesstoß, U heißt Unentschieden und T heißt eben Tode. Also ich habe 9 Tode leider erlitten. Aber... Ja gut, offiziell nur einen Todesstoß gemacht, obwohl es bei 3 oder 4 Mal angezeigt worden ist. Aber es wird halt, auch wenn man der Letzte ist, der drauf schießt, wird es nicht immer so berechnet. Das ist halt der Nachteil beim PvP. Ist so. 5 Unentschieden habe ich noch drin gehabt. Ist jetzt für mich persönlich keine gute Bilanz, aber ich sag mal, ich war jetzt trotzdem punktemäßig das zweithöchste von unserer Truppe. Auch gar nicht so schlecht. Und ja, es war... Totales Desaster und ich war Kanonenfutter ohne Ende. Also, ja, ich denke mal, mindestens einer von unserer Mannschaft auch. Aber, ja. Städte können so launig sein. Ja, Spaß gemacht, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich sag mal, wir haben zumindest jetzt einmal eine Runde Schlachtfeld hinter uns gebracht. Ihr habt jetzt mal gesehen, wie das ungefähr so abläuft. Klar, es sind andere Mechaniken, die gespielt werden. Aber so ungefähr läuft es ab. Man geht rein, ist Kanonenfutter und geht wieder raus. Okay, bis auf eine Handvoll Leute, die halt wirklich Spaß an PvP haben, die
ja, entweder regen die sich dann viel auf, da kenne ich auch viele Leute, die dann halt eben gut spielen, aber trotzdem am Ende noch gekillt werden von einer Gruppe oder so. Oder man hat unter Umständen auch mal ein Glücksgefühl, dass man halt gut gespielt hat. Wir haben auch einige Runden gehabt, wo wir wirklich gut waren, aber da mussten wir tatsächlich auch mit PvP-Rüstung rein, entsprechend mit den Chars rein. Ich persönlich mag keinen Templer im PvP, auch wenn es viele Leute anders sehen, dass man den wohl gut spielen kann im PvP. Ich persönlich war immer am besten mit dem Zauberer und mit der Hüterin. Mit der war ich da auch schon ziemlich gut drin. Aber da muss ich dazu sagen, das war immer beim Todeskampf, wo ich gut war. Und dann auch nur, oder in erster Linie, weil ich halt die Truppe beschützt habe und wir dann so gemeinsam quasi das Ziel oder die Ziele halt erledigt haben. Also das sind so meine Favoriten. Klar, wenn man Drachenritter gut spielen kann, ich mag den Drachenritter. Ich mag ihn eigentlich gerne, aber ich spiele ihn nicht gerne, muss man so zu sagen. Mit dem kann man wohl auch noch gut PvP spielen, so wie ich es mitbekommen habe. Aber ich war halt mit meiner Zauberin auf dem Main-Account. Da bin ich eigentlich immer am besten mit bedient gewesen. Und wie gesagt, die hat auch volle PvP-Ausrüstung und alles, deswegen klappt das natürlich ein bisschen besser als mit so einem kleinen Let's Play-Char hier mit Standardausrüstung. Um das nochmal kurz zu zeigen. Ich habe ja nur Julianos 5 Teile an, Muttertränen 5 Teile an und dann einmal Schleimkopf und Eisherz. Die habe ich nicht. Also nichts Besonderes, ne? So 0815 Ausrüstung. Der Rausch der Schlacht. Die Glorie des Wettkampfs. Es gibt keinen größeren Nervenkitzel. Darum tun wir, was wir tun. Ich habe an einem Wettkampf auf einem Schlachtfeld teilgenommen. Ha, das höre ich gern. Je öfter ihr kämpft, desto mehr Belohnungen gibt es. So einfach ist das. Gelegentlich bekommt ihr ein bestimmtes Ziel, das größere Belohnungen verspricht, wenn man es denn erfüllen kann. Kommt und sucht mich jederzeit auf, wenn ihr eine Herausforderung sucht. Nö, ich bin mit meinem Leben zufrieden. Ich brauche keine Herausforderungen. Hervorragende Arbeit. Da ihr nun eine Vorstellung davon habt, was wir hier machen, kann ich euch vor einige konkretere Herausforderungen stellen. Der Kreis der Champions sucht immer nach Wettkämpfern, die er unterstützen kann, um den Wettbewerb spannend zu halten. Schließt eine Herausforderung ab und holt euch eure Belohnung. Ja, und wenn wir jetzt sagen, ich suche nach einer Herausforderung? Allein schon die Teilnahme an den Wettkämpfen wird euch Ehre bringen. Doch über alle anderen zu triumphieren, lässt euch vor Ruhm erstrahlen. Ich fordere euch heraus, euren Trupp in 3 Schlachtfeldkämpfen zum Sieg zu führen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr Erfolg hattet, und ich sorge für eine Belohnung für euch. Dann ist jetzt der kleine, aber feine Unterschied, nämlich beim ersten Mal, wenn man reinschnuppern darf sozusagen, dann braucht man nur ein Schlachtfeld zu machen. Das heißt, rein theoretisch könnt ihr euch auch einfach oben reinsetzen, warten, bis das Schlachtfeld zu Ende ist, also der Schlachtfeldkampf. Dann habt ihr natürlich nichts bekommen oder so, habt dann aber auch nicht die Schande natürlich, wie ich jetzt gerade, dass ihr reingeht und gut, bei mir war es jetzt eh schon so, mir ist eh alles scheißegal, ich will nur mal zeigen, wie das da so in etwa abgeht. Aber ja, dass ihr euch da nicht irgendwie blamiert oder was weiß ich oder mit kleinen Level oder was weiß ich was. Welche Gründe man hat, ist ja egal. Und es ist natürlich den anderen gegenüber nicht so, ja, nicht so fair. Wenn man natürlich schon weiß, dass man nur Kanonenfutter ist, dann wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn man oben bleibt, weil dann sind immer noch 3 Leute da, die kämpfen können, behaupte ich jetzt mal, oder kämpfen wollen zumindest. Und wenn es jetzt natürlich Todeskampf ist, ist natürlich so eine Glaskugel, die sowieso mit 2 Schüssen tot ist, um es jetzt mal so einfach auszudrücken, vielleicht unter Umständen besser damit getan, dann wirklich oben zu bleiben und nicht mit runter zu gehen. Ja, und hier ist es aber halt so, dass wir jetzt als nächstes 3 Kämpfe gewinnen müssen. Und ganz ehrlich, erstens ist es sehr schwer zu gewinnen, je nachdem, was man bekommt. Also Irrer König geht teilweise noch. Todeskampf ist so lala, es kommt immer so ein bisschen auf die Gegner und auf die Gegnertruppe. Sind das erfahrene PvPler, so wie jetzt hier beispielsweise die orange Truppe? Oder sind das so normale Durchschnittsspieler, die jetzt zum Beispiel beim Event teilnehmen oder so? Ich persönlich werde das jetzt mal annehmen und danach wieder rausschmeißen, nur damit ihr hört, was er dann sagt. Schließt eure Aufgabe ab, dann können wir über eure Belohnung reden. Okay, er sagt in dem Fall nicht mehr allzu viel. Das heißt, ich werde das Ganze dann gleich rausschneiden. Nicht rausschneiden, rauswerfen und ja.
Da muss ich das auch nicht mehr beachten, dass das da drin ist. Ja, ihr Lieben, das waren dann die Schlachtfelder. Für diejenigen unter euch, die vielleicht neu dazugekommen sind, die das Ganze noch nicht gesehen haben, in meinem anderen Let's Play, also in der ersten Staffel auf dem Kanal Alpha Wölfin, da habe ich ja auch schon mal ein Schlachtfeld gemacht mit meiner Zauberin, habe ich da, glaube ich, gespielt. Und ja, empfehlen kann ich es leider nicht, aber es liegt halt eben daran, dass ich absolut kein PvPler bin und nichts in irgendwelchen Wettkämpfen sehe, weil es einfach nur dumm und langweilig ist. Sorry, wenn ich das so sage. Es soll jetzt auch kein Hate sein oder so gegen alle, die PvP mögen. Jeder darf natürlich gerne das machen und spielen und so weiter, was er mag. Es ist einfach nur, ja, für mich ist es halt nichts. Mir ist es zu langweilig. Ich habe lieber schöne Quests, denen ich folgen kann, oder von mir aus auch noch aufregende Kämpfe gegen irgendwelche Endbosse bei irgendwelchen Hauptsträngen, die wir dann verfolgen oder ähnliches. Lustige Situationen mit anderen Spielern, Housing, also alles, was halt wirklich die Zeit schön vertreibt und ja, halt nichts, wo ich eigentlich nur weiß, dass ich mich dann ärgern werde. Ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gibt es dann wieder normales PvE und dann machen wir mit einer weiteren Nebenquest hier in Auridon weiter. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.